Schon vor der offiziellen Amtseinführung als Bundesgesundheitsminister und direkt nach der Ernennung ist der SPD-Politiker Lauterbach mit zahlreichen Forderungen konfrontiert worden. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK sagte, die Impfkampagne müsse besser organisiert werden. Nötig seien eine zentrale Koordination und Steuerung. Der Verband der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst verlangt, dass, bevor man über eine Impfpflicht rede, zunächst sichergestellt sein müsse, dass man dieses Vorhaben logistisch überhaupt stemmen könne. Die Stiftung Patientenschutz fordert von Lauterbach mehr Unabhängigkeit und einen kritischen Umgang mit Lobbygruppen in der Gesundheits- und Pflegebranche.